Hi ho, Friends! Wir sind wieder zurück im Spiel. Wir haben ja letztens die Basis ein wenig ausgebaut. Hier sieht man schon. Ja, haben wir sogar so Wände. Ne? Auch nicht schlecht. Hier meine Kiste, die ich versehentlich in der Mitte platziert habe, aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr weggeben kann. Allerdings, ja. So, da haben wir Revolver-Munition. Da habe ich Gewehrmunition, Essen bzw. Heilmöglichkeiten. Da fällt man doch mal so, ne? Ah, ne. Passt schon. Beruhigungssalbe, Antistrahlungssalbe und die Heilsalbe. Strahlungsmedizin habe ich auch mit. Filter habe ich genug. Das Medikit. Adrenalin. Ja, es ist also sogar zwei Dietriche. Das ist ja schon mal super. Das heißt, da gehen wir jetzt einmal reingehen ins Gebiet. Jo, recht viel Platz habe ich da nicht mehr. Ich hoffe, dass man. Pass auf, den Sprit brauche ich doch eigentlich eh nicht, gell? Den da mal weg. Brauche ich die Chemikalien? Medikamente? Pff, ja, ich hoffe, dass ich durchkomme. Ich lasse das jetzt einfach einmal da, weil wenn ich Zeugs finde, ist es fast gescheiter, wenn ich Platz habe. Naja. Gut. Wir haben aber gesagt, wir könnten jetzt eben. Wir haben jetzt so diese Maschine gebaut. Jetzt könnten wir theoretisch noch weitere Sachen produzieren. Wie war denn das? Wohlbefinden nicht, sondern wir haben gesagt, da haben wir was. Was war denn das? Bauwerkzeuge waren. War das Bau? Nee, Bauwerkzeuge war es nicht. Laser, genau, die Laserschnittmaschine. Was kann man damit machen? Die Möbel, okay. Tschernobylit-Werkzeuge kann ich jetzt nicht, weil ich keine Mechanikteile habe, beziehungsweise. Was? Du verwendest schon im großen Stil. Fähigkeit frei, eine Hightech-Tschernobyl-Struktur aufzubauen. Ja, da brauchen wir noch sechs Mechanikteile. Schau mal nach, ob ich da jetzt. Pass auf, hast du was? Das machen wir jetzt wirklich. Jetzt bauen wir diese. Wo war denn das? Da war das, gell? Nee. Bauwerkzeug. Eben, den konnte ja schon theoretisch. Wieso? Ich hab doch Mechanikteile jetzt genommen. Das heißt, da habe ich die Dingefähigkeiten wahrscheinlich noch nicht. Oder? Schalte die Struktur, die Fähigkeit frei. Ah ja, na gut, dann nicht. Matratium und geht. Luftqualität. Naja, ich glaube, das ist nicht schlecht, oder? Igos Tasche. Was ist denn da eigentlich drinnen? Werkzeuge, Waffenbank habe ich, Rüstungsbank habe ich, Behälter habe ich, Gärtnern. Das war vielleicht einmal nicht schlecht, wenn ich da was bauen konnte, aber geht nicht. Achso, Kräuter habe ich sicherlich irgendwo drinnen. Was haben wir denn da? Pilzgarten. Ich glaube, das war nicht schlecht, wenn ich mir so selber was zum Essen machen kann. Na, pass auf. Beziehungsweise diese Sachen. Einmal. Pilze, na, schauen wir mal, was haben wir da sonst noch? Gemüse war fast wichtiger, gell? Pilze und Kräuter. Wie schaut's da aus? Pilze. Kräuter haben wir nicht mehr viel. Und da? Gar nichts. Naja, pass auf, da haben wir einmal. Wo war das? Da war das, gell?
Bisschen Gatteln, ha? Pilze? Zu wenig. Und dann bauen wir noch Pilze. Wurscht. Sehr schön. Können wir noch mehr Pilze bauen? Nein. Hoffentlich ist das nicht nur Deko, wenn ich drauf zugreifen kann. Naja. Das haben wir gehabt, diese Verbesserungen. Wo war denn das? Tschernobyl, das war es nicht. Was haben wir denn da? Schlafstelle, Energieversorgung. Was haben wir denn nochmal? Aha! Kompakter Generator, optimierter Generator, den konnte ich sogar schon bauen, gell? Weißt du was, den bauen wir einfach. Weißt du, was wir haben? Oh, haben wir. Bitteschön. Nee, nee. Wir sind nicht energielos. Aber jetzt werden wir die nächste Mission machen. Wir brauchen wieder Futter. Na, komm vor, ist auch da, wenn es nicht gut ausschaut. Pflanze. Und wie schaut es bei dir aus? What's going on, Igor? So, nix. So, da la, schauen wir mal. Es wird dunkel. Wo habe ich denn jetzt die Zeit verloren, ha? Na gut, gehen wir ein bisschen schlafen. Auf der Tafel hast du genug Hinweise für die Simulation eines Verrangers gefunden. Wie viel schlafen? Nö, eigentlich genau Blödsinn. Wir haben ja gesagt, dass man die Simulation starten. Bitteschön. Jetzt bin ich aber gespannt, wie ein Regenschirm. Cool. VR-Brille. Na, tust du jetzt speichern oder laden? Aha. Kaffee Pripyat. 1986, nur ist schon ein Jahr her. Achso, ich kann ja da weitergehen. Na, dann gehen wir da. Da. Muss ich da gehen, gell? Tanya, and wait, is that Boris? Was? Tanya und Boris? Isn't it? Igor gave it to me for my birthday. He's such a cute dork. It's from Leningrad. He's so sweet. A tiny dancer? That's all he sees you as, huh? He doesn't really understand you like I do. If you'd only give us a chance, Tanya. Was ist mit dir? Da möchte meine Frau, oder was? Werden wir da gleich mal obdran. Alter Schwede, kann man da rein? Nee, kann man da rein? Nee. Wir müssen jetzt aber diesen Weg. Das sind schon wieder. Please don't make me talk to this again. Don't destroy our friendship. You don't need to worry about that. I will always be your best friend, but I can't forget that evening when we were at the Silver Lake in Gatchina. And you said... We had our moment, but it's in the past now. Please, just don't. Leave it as it is. Ay, 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 ay. Ma weh. Du hast das mit ihrem Verschwinden da. Ich hock dir um. Boris. If that's what you really want... But you're making a mistake, Tanya. Igor is too buried in his books to see the real you. He only sees the perfect little Slavic woman. Fragile, supportive, and obedient. You're not yourself around him, Tanya. Afraid of overshadowing his accomplishments. Scared of driving him away. Aber obedient ist nicht so schlecht. Na, Scherz. With me, you would never have to pretend. Never have to be someone you're not.
I've never been more myself than when I'm with Igor. Don't try to get in my head, Boris. I've made my choice. You need to accept that. I'm really sorry if I hurt you. I regret that. Schaut euch das doch einmal an. Aha. Das ist nicht ein fantastischer Anblick. Sonst wieder die zwei. Let's just finish our tea. I need to be back home by 5. What? I remember the music box. It was from Leningrad. But Boris? Was he making a pass at Tanya? I trusted that son of a bitch. Are you kidding? Okay. Und es ist 86 Nachmittag. Hallo Liebling, wo bist du? I think we're all set. That was a great idea with the music box, Konrad Major. Boris was talking to the KGB? I should have seen it. He was always so overly ambitious. Yes, I'm positive. She's about to blow the lid off the whole thing. And with her affiliations, there's no telling how long it'll be before the Western press gets wind of the Duga project. Haben wir die erwischt, Sound? Boris, ich hock dich um. Wo bist du? So I recommend that you move fast, Comrade Major. We need to make sure that our work continues without distraction. She's a dangerous dissident and needs to be put away. As for Kiminyuk, we need him so our work can continue. He's not involved in Amalieva's machinations. He's quite naive. He's what Comrade Lenin would call a useful idiot. Except he also happens to be a brilliant scientist, of course. Thank you, Boris. It's good to know that you always had my back, and that you were involved in the plot to kidnap Tatiana. Mm-hmm. Warte nur, du wirst deines Lebens nicht mehr froh. Rauf oder runter? Okay, runter war es nicht. Ah, da. Abend, 25. April. Tanya? What? What do you want? Tatiana Amnieva, please, come with us quietly. It's better if you don't make a scene, for your own sake. Ist das Sound? What's all this about? Who are you? The better question is, who are you, Tatiana Femina Amnieva? Your father would be ashamed of you. Or does he know that you're plotting to betray your own motherland? Perhaps he's in on it too. Oops. What? I have no idea what you're talking about. We'll see about that. We're gonna have a nice, long chat, Amalieva. As it is, we've got a mutual friend, Amalieva. Boris told us all about you.
Was ich nicht bekommen kann, zerstöre ich, oder wie? Typisch für die Verräter. What? No, he would never. The party has done so much for you, and this is how you repay us. You've got your head filled with this Western nonsense. Yes, yes. We've seen your contraband. This garbage. It makes me sick. You're not happy being a proper Soviet woman, eh? You've grown tired of pretending? Well, the game is over. Time to show your true face. You're a reactionist and a provocateur, ready to sell your country's secrets to the CIA. Alter. Kommst du aufs Tisch, Molle Brett? I have no idea what you're talking about. Please, let me go. What would your fiancé Igor have to say about this, hmm? He's such a good comrade. When he hears of this, he will despise you. If you continue to resist, we'll pay a visit to your family in Murmansk. Don't make us do that. The drive always puts me in a foul mood. Please, no, don't. I'll come willingly. Good girl. Take it anymore. Lord, have mercy. Kill me, please. Kill me. I can't believe this is real. Boris was jealous of me and Tanya? Mm-hmm. And when she turned him down, he got back at her by informing on her to the KGB. That goddamn rat. I trusted him. Good God. I knew she hated this system, but exposing state secrets to the Western press? Can that even be true? It could be. I don't know what to believe anymore. Boris der Ratte. Wo ist er? Anybody there? Oh. Hey! Schwarz! Answer the radio for once, you cocksuckers! This is fucking important! Come on! Don't leave me standing here with my dick in my hand! Who is this? Mikhail. Who is this? Are you retarded? It's your fucking landlord, Scroat! By the way, how are you enjoying your stay, Mr. Kimonyuk? Mikhail, I'm in the middle of something. Glad you like the place. I hope you leave it in the same pristine condition you found it. You got a real bargain, you know. But now we need to talk business. Anton and Olivier around? Anton is... He was killed. Oh my, what a pity. Yeah, he was such a nice guy. Perhaps too fucking nice. Yep, I'd bet my last cigarette that's what got him killed. I don't think so. What do you want, Mikhail? I need you to return the favor and help me wipe the NAR database. And before you start bitching about it, I know you're not that kind of scientist. I'll walk you through the whole thing. And before you start bitching about it, I know you're not that kind of scientist. I'll walk you through the whole thing. I'm not your errand boy, Mikhail. I'm a client. Is that right? You think
think I don't know what you and your bum buddies have been up to? Running around whacking those NAR scumbags? Quite. You're not exactly a fucking tourist here. And you're not what I'd call a people person. Listen, I'll think about it. That's my brave lad. Enter the building in the Duca complex. I'll be in touch. Spinner. So, jetzt gehen wir doch noch mit rein, weil jetzt möchte ich schauen. Wie schaut's denn da jetzt aus? Fakten. Mhm. The Conspiracy. Ah ja, na gut. Ich habe einen Punkt, wo ich sage, ich möchte trainieren, ich möchte lernen. Ich bin ich selber, wo ich I overheard your conversation with Mikhail. Wie heißt das ja? Don't tell me you're actually going. Mikhail is a bit off, but he's not wrong about crippling NAR. It could buy us some time. He sounds like a sociopath. Do you trust him? No. No. But that doesn't mean I'm not going to deal with him. We only need him because of this warehouse. Right now, he looks more like a liability than an asset. On the other hand, you might discover something important. I don't know. Nah, it's too risky. You should ignore him. I think I'm going to go along on this one thing and see how it goes. I strongly advise against that. I know his type. He probably eats his Wheaties with cocaine in the morning. Thank you for those wise words of wisdom. Let's table this discussion for now. Nix mich trainieren. All right, Igor, what's next? Na, hat er eh. Du bist eh gut benannt, aber ich möchte eigentlich. Wieso kann ich nicht trainieren? Fähigkeiten. Ach, das, was ist denn das? Was? La Précision. Verfügbare Fähigkeitenpunkte. Ah, beim Wunderwiss ist Präzision, das hat gerade. Rollen 25% mehr Schaden, Schleichen, perfektes Schleichen, perfektes Präzision. Mach mal perfekt, geht das nicht? Ah, das geht nicht. Okay. Trainings. Okay, na gut, geht heute noch nicht. Weg, weg. So. Was ist das Überfall? Hier stehen alle Schritte, mit denen man das Kraftwerk betreten und Laterne retten kann. Also ich muss mich gut vorbereiten, wenn ich vorlesen will. Aber die Teammitglieder versammeln 1 und 5. Yes, das. Werkzeug erhalten 0. Ermittlungen 1. Hm, ich glaube, das lassen wir. Okay, kein Training. No Training. Wir haben jetzt da die. Erfahren, dass der Boris der Sauhund ist. Okay. Gut. Wir werden dann demnächst die Mission starten. Aber nicht heute. Heute haben wir die Erfahrung gemacht, dass Boris ein Verräter ist. Eifersüchtiges Miststück. Okay. Freunde. Wir sehen uns morgen. Tschüss.